Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. No Man's Sky, unser Spiel, und ich möchte heute eine perfekte Kugel bauen, beziehungsweise auch Sphäre genannt. Und zu Beginn brauchen wir gleich erstmal die Pflasterung. Die brauchen wir bei unserem perfekten Kreis, den ich beim letzten Mal gezeigt habe. Und setzen uns die Pflasterung hier an. Einmal ringsherum natürlich. So, und da sind wir jetzt dabei, den ersten Glitch zu machen. Und durch das Kabel, das ist recht gut beleuchtet und auch entsprechend, je nachdem, aus welcher Richtung das Licht kommt, beziehungsweise wenn wir zu dicht gerade davor sind, lässt es sich auch schlecht sehen. Also ein bisschen zur Seite und es geht besser. Dann sieht man unseren Zentrierpunkt natürlich recht schlecht. Und wenn ich umschalte ins Bearbeiten, dann sehen wir den Strich gar nicht. Das ist so ein kleines bisschen gefühlt, dass es richtig ist. Und dann fangen wir einfach mal an. Einen Moment. Mal kurz gucken. Ja, Pflasterung habe ich. Und dann geht's los. Q und die Taste Bauen drücken. Ungefähr fast gleichzeitig. Also Q natürlich zuerst, aber es ist fast gleichzeitig. Ups. Und das funktioniert so nicht. Jetzt habe ich das Kabel angebaut, wieder rückgängig gemacht. Und schon wieder. Schade. Ist meistens, wenn ich ein bisschen zu nah dran bin. Oder einfach heute kein Glück habe. So, schon besser. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Ja, insgesamt das Ganze dauert hier etwas länger, deswegen werde ich auch ein bisschen cutten und so weiter. Und ja, da. Wenn wir jetzt ein kleines bisschen nach links oder nach rechts gerutscht sind, ist das nicht ganz so dramatisch. Wir schauen aber, dass wir möglichst die Mitte immer bekommen. Und am besten ein bisschen weg wieder. Und ja, nicht verrutschen. Und das Timing ist natürlich wichtig. Sonst funktioniert es nicht, so wie jetzt gerade. So. Schon besser. So sieht das doch richtig gut aus. Denn davon brauchen wir noch eine ganze Menge. Und dann würde ich sagen, legen wir doch richtig los hier. So. Na, wenigstens mal einer, der gut klappt. So. Wieder aufs Kabel. Gucken, dass wir hier die Mitte haben. Und das ist nicht die Mitte. Jetzt. Gut. Hervorragend. Ja, hier lässt sich die Textur recht gut sehen und da benutze ich dann jetzt mal nicht das Kabel zuerst zum Schauen und dementsprechend setze ich das hier direkt an. Aus Kabel müssen wir natürlich trotzdem und dann bauen wir die Pflasterung dran. Wenn die Beleuchtung gut ist, wie ich schon sagte, dann kann man das eigentlich auch ganz gut sehen, so wie jetzt hier auch. Und dann gehen wir wieder aus Kabel ein Stückchen weiter runter. Wenn wir zu hoch sind, dann verschwindet das Kabel. Und da, wo es gerade so da ist, setzen wir ein Kabel. Ha, nein, natürlich nicht. Wir setzen eine Pflasterung. So.
Okay, so, dann haben wir das schon einmal. Dann geht's weiter mit einer Bodenplatte. Ich nehme weiterhin die Metallbodenplatten und wechsle aber schon mal die Farbe. Genau, das machen wir. Wir gehen schon mal auf Orange-Blau und wieder zurück. Setzen uns die jetzt hier jeweils dran, wenn sie denn möchte. Ah. Und das geht am besten, wenn wir das von unten machen. Dann haben wir auch die schöne Rundumsicht. Ja, sehr viel besser. Und wenn ihr nach links baut, immer am rechten Rand bleiben, dann habt ihr den richtigen Kontakt. Denn wenn ihr zu weit nach dort geht, wie ihr seht, dann klappt das weg. Also die Bodenplatte. Ja, und hier wird schwieriger. Also trotzdem nur die Kante benutzen. Da habe ich noch nichts. Okay. Ja, dann müssen wir schon wieder die ersten Teile entfernen. Und das ist die Pflasterung. Die andere können wir noch lassen bis später. Das ist nicht so dramatisch. Ja, dann noch die Bodenplatten oben drauf. Ein Teil habe ich hier schon wieder entfernt, damit es ein bisschen flotter geht. So. Ja, es gibt mehrere Varianten, die ich ausprobiert habe. Und letztendlich haben alle ein bisschen Toleranzen. Aber damit kommen wir ganz gut zurecht. Ab hier wird es dann relativ einfach, allerdings auch sehr viel. Ja, dann brauchen wir die Pyramiden als nächstes. Und da der Gag, also mein Gag, dort, ich habe mal eben auch nebenbei gespeichert, gerade die Taschenlampe anhat, können wir die Textur hier ziemlich gut sehen. Das bedeutet, wir brauchen hier die exakte Mitte. Und wenn wir die haben, gehen wir mal wieder aufs Kabel. Und na, ein bisschen weiter weg. Und stecke ich in der Pyramide. Und ja, schade eigentlich. Noch einmal. Bei der Mitte der Bodenplatten sollten wir es ziemlich genau nehmen. Denn ich werde euch auch gleich noch zeigen, warum. So. Ja. Denn hier könnt ihr momentan den Kontakt ziemlich gut sehen. Das wird aber leider nicht immer so laufen. Und jetzt bin ich in der Pyramide. Kann man nicht sehen, weil innen ist keine Textur und deswegen können wir durchgucken. Dann halt nochmal. Baukamera einmal aus und wieder ein und schon haben wir es. So, haben wir da die Mitte? Ja, das sieht gut aus. Also einmal aufs Kabel. Bei manchen Bodenplatten ist das leider nicht so, der Erfahrung nach. Und da haben wir die Mitte. Ne? Na? Komm schon. Ja, jetzt. Ja, bis jetzt. Oh, verrutscht. Nein. Und schon wieder drinnen. Nein, ich muss doch da raus. Sowas. So. Ja, No Man's Sky hat uns glücklicherweise jetzt hier das Fadenkreuz gegeben. Das ist ziemlich hilfreich, weil so finden wir viel besser die Mitte. Denn wie ihr seht, hier und hier, sowie beide Seiten hier, haben wir sozusagen ein Kreuz. Und wenn wir unser Kreuz genau da drauf legen, haben wir natürlich die Mitte. Komm schon, jetzt. So. Nein. Oder wir gehen einfach ein bisschen näher dran. Und
Wechseln aufs Kabel. Jetzt ein Stückchen weg und nicht wieder dran. Aha. Ja, mit der Maus nicht zu verrutschen ist gar nicht so einfach. Ich bin jetzt auch schon wieder dran. Ah, nein. So, da haben wir dann die Mitte. Jetzt, ja. Einmal aus Kabel und da bin ich jetzt verrutscht. Das ist nicht ganz so gut. Und dementsprechend noch einmal neu. Ja. So, da sind wir schon beim letzten. Und ganz wichtig, macht es nicht, dass ihr nach vorne guckt, wie viel noch zu machen ist. Guckt lieber nach hinten, was ihr schon geschafft habt. Das baut viel mehr auf, das motiviert. Okay, gut, super. Dann sind wir an dem Punkt, wo wir die Pyramiden hier zweimal nach oben und zweimal nach unten bauen. Ab jetzt wird es leichter. Wir müssen nicht mehr so viel glitschen. Juhu. Ne? Komm schon. So, hier am Anfang, wie gesagt, zweimal. Ja. Machen wir gleich am besten auch bei jedem einmal. Nein, das war falsch. Aber so richtig falsch. Na komm, ja. So, einmal rum sind wir hervorragend. Jo, sehr schön. Ja, und jetzt brauchen wir nur noch die Pyramiden erstmal. Und um uns weiter nach oben zu bauen, das heißt, hier müssen wir die senkrecht draufstellen. Tja, schade eigentlich. Es geht gar nicht. Was machen wir da? Ganz einfach. Wir nehmen uns den Würfel. Den bauen wir uns oben und unten jeweils dran. Und von dort aus legen wir dann weiterhin los, aber dazu komme ich gleich. Ups.
So sollte es nicht sein. So ist das besser. Und dann löschen wir schon wieder. Und zwar von den Pyramiden jetzt hier. Zweimal. Oben und unten. Und das mache ich am besten auch. Erstmal nur unten, dann oben. Dann erstmal speichern, denn für den Fall, dass was schief geht, dann können wir hier jederzeit wieder zurück und wir können dann dementsprechend weitermachen. Okay, ja, Licht bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, allerdings egal, ich hab's jetzt. Und dann nehmen wir uns nicht die Pyramide. Wir nehmen noch einmal den Würfel, Baukamera ein und dann legen wir los. Das müssen wir jetzt jeweils unter den oben gebauten Würfel auch noch einmal bauen. Ja, es ist gegenüber dem alten Menü, wie ihr es noch kennt, ein bisschen schwieriger geworden. Aber es geht. Okay, dann noch einmal kurz durchschauen, dass wir die Würfel auch alle wirklich richtig hingestellt haben und nicht irgendwo was anderes erwischt haben. So. Ja. Bis dahin soweit gut. Und der eben nicht. So, weiter durchschauen. Und super, hervorragend. So, trotzdem noch einmal speichern. Jawohl. Und los geht's. Diesmal brauchen wir wieder die Pyramide. Baukamera ein. Aber vorher müssen wir wieder löschen. Und zwar die, die wir als erstes angebaut haben. Das heißt hier die unteren, beziehungsweise den oberen, den müssen wir wieder entfernen. Okay, so, oben, unten, die Würfel sind weg, hervorragend. Und wie geht's weiter? Wir gehen an die Pyramide. Und siehe da, wir können sie jetzt aufrecht hinstellen. Juhu, dann machen wir das. Ja, mit dem Menü, das einem hier so vor den Augen rumzappelt, finde ich persönlich nicht so schön. Das hätten sie besser lösen können. Denn wozu brauche ich das direkt vor den Augen? Ich brauche es eigentlich nur, um zu wissen, was ich tun muss. Und mehr eigentlich nicht. Okay, gut. Dann fangen wir an mit uns nach oben bauen. Und dieses Mal nehmen wir 5 Pyramiden. Na, komm schon. So, und die Nummer 5. Dann der Würfel. Na, komm. So. Zweimal löschen. Den Würfel unten dran. Dann nehmen wir den hier wieder weg. Und klar, natürlich, der neue, der würde jetzt da auch wieder dran passen. Möchte ich jetzt aber gar nicht. Und wieder die Pyramide. Das machen wir jetzt erstmal wieder bei allen. Und ja, ich hoffe, ich höre mich hier nicht zu gelangweilt an für euch.
Denn ich tue das grundsätzlich immer live kommentieren, das heißt, während ich baue. Und ich muss mich natürlich auch konzentrieren und dementsprechend klingt das vielleicht ein bisschen langweilig. Ich hoffe doch nicht. Wenn doch, schreibt es mir in den Kommentaren. Na? Und wenn euch gefällt, was ihr hier seht, dann nehmt doch auch gleich noch ein Abo mit. Würde mich sehr freuen. Na, komm. Nein, wo ist denn der gelandet? Naja, den finde ich später wieder. So, erstmal eine bessere Position finden. Ja. Na, so viel besser ist die auch nicht. So, dann die Pyramide. Nein. Quatsch, natürlich nicht. So. Ah, da hinten ist er ganz falsch. Da. Ja, warum baue ich eigentlich immer die Würfel erst komplett auf und die Pyramiden? Warum tue ich das nicht einfach gleich wechseln? Es dauert einfach viel zu lange, wenn ich jedes Mal das Bauteil wechsle und diese Zeit, die spare ich mir. Denn immerhin müssen wir das Ganze 24 Mal machen. Das geht schneller mit einem Bauteil, als wenn ich ständig hin und her wechsle. Und wenn ihr nicht nur eine riesige Biokuppel haben wollt, sondern tatsächlich auch ein, weil dann würde es nämlich für oben einfach komplett reichen, sondern ihr möchtet eine Kugel, so wie ich das ja jetzt hier auch vorhabe, dann müssen wir das nach unten auch noch bauen. Und die Zeit, die wir dafür brauchen, ist erheblich. Und dementsprechend so schnell, wie es nur geht. Ja, jetzt sind wir langsam an einem Punkt, wo wir sehen, wie gut das Ganze geworden ist, beziehungsweise wie genau. Und dazu komme ich gleich. Noch die letzten zwei Pyramiden. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber... Problem? Warum? Ja, ganz klar, den Würfel falsch gebaut. Okay. Also, den Würfel nochmal weg. Den habe ich da falsch platziert. Das heißt, wir müssen nochmal die Pyramide hier aufbauen. Und komm schon. Na, komm. Ja, sowas passiert. In der Regel nur mir. So. Die zwei wieder weg. Nochmal den Würfel. Und dieses Mal richtig platzieren. Na. So. Okay. Komm
Gut. Und okay. Ah, da ist auch noch einer. Ja, das sieht gut aus. Okay. Denn jetzt sehen wir das erste Mal, wie genau wir geworden sind und ob wir irgendwo einen groben Fehler gemacht haben. Die sind hier alle auf einer Höhe. Die Abstände sind ungefähr alle gleich. Genauso sollte das sein. Und einmal kurz komplett durchgucken. Durch die Perspektive erscheint es manches Mal natürlich auch ein bisschen, ja, dass es Differenzen hat, aber das sieht echt alles gut aus. Na, hier ist ein kleines bisschen weit auseinander. Ist aber überhaupt nicht relevant, kein Problem. Okay, weiter geht's. Ja, und jetzt hier die Würfel, die können natürlich auch an den anderen andocken, so wie hier. Soll natürlich nicht sein, wir wollen das natürlich auf die Pyramide haben. Und ein kleines bisschen aufpassen jetzt. Aber das ist ohne weiteres machbar. So, jetzt kommen wir langsam zu dem Moment, wo wir jetzt entscheiden sollten, wo vorne ist, also beziehungsweise der Eingang hin soll. Und ich würde tendieren zu vorne. Ja, vorne sieht, glaube ich, gut aus. Dann bauen wir den hier als erstes. Okay, die sind ein bisschen eng beieinander. Ja, Moment, halt. Liegt natürlich daran, dass wir den hier gar nicht brauchen. Nee, brauchen wir nicht. So. Da wieder weg. Dann bauen wir den nächsten. Also jetzt eigentlich nur noch jeden zweiten. Jetzt brauche ich doch schon wieder den nächsten. Nein, jeden zweiten Jay. Und nicht den, den. So. Nein! Jeden zweiten, hallo! So. Ein auslassen. Jawohl. Sehr schön. Dann baue ich die Würfel dieses Mal von oben. Das ist angenehmer. Okay. Wie gehabt, immer wieder dasselbe. Der Würfel muss da jetzt wieder dran. So, komm. Dann nochmal schauen, wo unser vorne ist, sozusagen. Setze ich schon mal einen drauf. Nein. Na? Ja. So.
Wo ist er? Da. So. Okay. Das ist unsere Höhe, die wir brauchen. Und gleich mal den gegenüberliegenden. Na, komm. Denn an diesem Punkt hier, wo wir jetzt angekommen sind, ist es so, dass es langsam weniger wird. Ah, halt. Denn nicht. So. Ja, den brauchen wir auf jeden Fall auch. Oder na komm. Ja, doch. Wir machen jeden. Anders entscheiden kann ich mich immer noch. So, zwischendurch einmal speichern. Das hilft ungemein. Denn wir wollen das ja nicht noch einmal bauen. Nur weil wir, ja, aus welchem Grund auch immer, durch den Speicherstand alles weg ist. Und dann die Baukamera. Und da gucken wir uns das oben mal an. Wie es da momentan aussieht. Und ja. Also das hier sieht perfekt aus und da kann ich nur sagen, genial. Okay, ja, jetzt muss ich das Ganze auch nach unten bauen. Okay, gut. So. Da wir das Ganze ja schon angefangen haben, dann gehen wir jetzt auch nach unten und schwupps, einmal runter. So, dann setzen wir uns hier an. Wieder fünfmal. Ja, fünf, genau. Also habe ich. Und wie gesagt, das Ganze bauen wir jetzt auch nach unten. Und da das oben richtig gut aussah, wird es unten auch richtig gut aussehen. Dementsprechend ist das ideal geworden. Also man könnte eigentlich auch sagen, perfekt. Ja, doch, perfekt ist richtig. Ja, 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 doch. Nein, wo ist der gelandet? Ah. Wo ist der gelandet? Hm. Egal, den finde ich irgendwann wieder. Ja, und hier auf der Seite natürlich genau dasselbe. Also nach, wenn wir nach unten bauen, Seite stimmt ja nicht. Also Richtung sozusagen. Auch jeweils immer wieder zwei wegnehmen. Und dann setzen wir uns die Würfel wieder drauf und machen mit den Pyramiden weiter. Bis wir ganz unten sind, so wie wir es oben auch gemacht haben eben gerade. Thank you.
Ja, und wie gesagt, jetzt auch wieder dasselbe. Die Würfel oben drauf bauen. Also auf den Würfel. Und natürlich den unteren Würfel jetzt nehmen wir wieder weg und machen mit der Pyramide weiter. Gut, dann wollen wir uns doch jetzt mal anschauen, wie es aussieht, ob oben und unten wirklich gleich ist, so wie ich es gesagt habe. Und einmal umschalten aufs Kabel, dann sehen wir auch was. Ja. Okay. Einmal von innen. Und wie wir sehen, die Kanten sind alle aufeinander. Gut, jetzt sind die eine nicht ganz. Ansonsten passt es. Das ist ideal. So wollen wir das haben. Und damit bin ich ziemlich zufrieden, also eigentlich sehr. Und ich denke, da kann man echt sagen, eine perfekte Kugel. Allerdings wollen wir natürlich noch die Bodenplatten dran haben. Deswegen einmal kurz vorher noch mal gucken. Eine Kugel in der Kugel. Und das sollte natürlich auch noch weg. Das brauchen wir nicht. Okay. Ja, ansonsten, das sieht sehr gut aus. Die Grundlage für unsere Kugel mit den Bodenplatten natürlich ist auf jeden Fall schon sehr schön. Mal durchgucken, dass auch wirklich alles da ist. Und ja. Okay, das sieht gut aus. Ja, doch, das finde ich richtig toll. Okay. Gut. Und jetzt noch, ich möchte das mit den neuen Bauteilen machen. Allerdings haben wir bei den Steinen kein großes Fenster. Das ist sehr schade. Bei Holz hätten wir eins, dieses da. Es ist etwas kleiner wie bei den alten Bauteilen und bei dem Metall auch. Und ich denke mal, ich entscheide mich für die Metall. Denn das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und im Vergleich noch einmal diese Bodenplatte, die Glasplatte. Die, ja, wie gesagt, das Glas ist etwas größer wie bei den anderen Bauteilen. Aber ich nehme die Metall. Die Metall finde ich schön. Mal was Neues bauen. Und dafür müssen die Bodenplatten hier erst einmal weg. Und da auch. Ringsrum natürlich. Na, die Textur hat sich hier gedreht. Also noch einmal drehen. Okay, einsetzen, drehen und gut. Und das machen wir jetzt hier ringsum. Und die unteren müssen natürlich auch noch ringsum weg. So, als nächstes brauchen wir die Schalter, die wir auf jeder Fläche, die ich inzwischen orange-blau eingefärbt habe. Okay, blau sehe ich jetzt nicht wirklich, aber die habe ich eben entsprechend schon mal eingefärbt. Und ja, dann lassen wir uns doch mal. Dann werden wir mal zusehen, dass wir das jetzt hier hinbekommen. Und gleich als erstes stellen wir fest, der obere Bereich ist die Textur nicht so gut zu sehen. Mal gucken, ob das hier besser ist. Na, ein kleines bisschen. Ja. Okay, ich erkläre es hier. Das hier nenne ich Punkte. Hier lässt sich das nämlich besser sehen wie da oben. Und das heißt, hier ist natürlich noch keiner. Das ist der erste, der zweite und der dritte. Das ist der, den wir brauchen, und zwar hier oben. Da es hier schlechter zu sehen ist, ist das hier 1, das ist 2 und das ist die 3.
Ein bisschen näher ran. Ah, zu nah. Dann wird es noch schlechter. Gleich beim ersten. Okay, da haben wir genau die Mitte. Wieder umschalten, Schalter setzen, fertig. Nächste. Und das machen wir jetzt überall. Dieses Baumenü, das macht mich echt wahnsinnig. Na, komm. So. Ja, jetzt können wir das hier natürlich noch schlechter sehen. Dann nehmen wir erstmal den nächsten. Husch. Okay. Ja, ist so schon schlecht zu sehen. Also, dann werden wir den jetzt einfach einmal entfernen. Noch einmal neu setzen. Bisschen entfernen davon. So. Und wir drehen den jetzt. Oh, ich würde sagen mal zweimal. Nur um sicher zu gehen. Ah ja, die Farbe hätte ich vielleicht auch gleich ändern sollen. So. Nein, habe ich nicht geändert. Warum nicht? Dann ändern wir sie jetzt. So. Mal gucken. Ja, jetzt ist es auch noch dunkel. Okay. Naja, dann machen wir es halt auf die andere Weise. Den Schalter. Mal den Schalter. Ja, das sieht momentan auch so ein bisschen seltsam aus. Wir gehen mal in den Schalter hinein. Jawohl. Solange der nicht gebaut ist, können wir das machen. Und das hier sind meine sogenannten Punkte. Das ist der zweite und da der dritte. Dann ist das hier auch die Mitte. Einfach setzen. Wir werden aus dem Schalter herausgedrückt. Deswegen, wir können jetzt ja auch nicht mehr rein. Und das machen wir jetzt hier wieder. Dieses Baumenü macht mich fertig. Oh. Es ist etwas unangenehm, sage ich einfach mal. Dass es immer da ist, wo ich es eigentlich gar nicht brauche. Irgendwo rechts oben, links oben wäre okay, aber doch nicht mittendrin. Was soll das? Also, da werde ich No Man's Sky mal anschreiben, wie es aussieht, ob sie das nicht vielleicht mal ändern können. Moment. Runtergerutscht. Okay, nochmal. So weit rum. No. So, jetzt aber. Also, wieder bei der Nummer 3. Ja, je nach Winkel ist es dann mehr oder minder nicht mehr da. Aber na gut, was soll's. Ja, so sieht es natürlich schon viel besser aus. Also hier ist es viel besser zu erkennen, dass das hier meine sogenannten Punkte sind. Einfach in der Mitte wieder bauen drücken. Und schon geht's weiter. Und so bauen wir Schalter für Schalter, bis wir soweit sind. Oben und unten ist allerdings nicht identisch. Nicht identisch. Und auch nicht identisch zu denen, die ich jetzt hier setze. Das heißt, das unterscheidet sich ein wenig. Zeige ich euch dann später auch. So, da bin ich hier bei dem letzten. Und ich sagte euch ja, die Schalter müssen hier anders gesetzt werden, denn es unterscheidet sich zu denen hier dramatisch. Ja, dramatisch hört sich komisch an. Nein, es unterscheidet sich natürlich sehr stark und dementsprechend ist das anders. Und nur so wird es dann auch. Und das bedeutet... Na, das war blöd. So. Nochmal neu.
Okay. Ja, so ungefähr sollte es passen. Es sei denn, ich verrutsche allgemein. Dann machen wir es noch einmal. Okay. Kein Problem. Na, sowas. Gibt's doch nicht. So, mal gucken, ob das jetzt geklappt. Okay. Wir hätten ja ursprünglich bei 3 gesetzt. Also wäre das ursprünglich hier. Nein, jetzt nicht, sondern wir machen das später bei 14. 10. Jetzt wird es eng, unter Umständen verschwindet die Stelle. Das heißt, dann muss ich nochmal neu anfahren. 11, 12, 13. Ja, es passiert. Nein. Oh. Okay. Und das sieht eigentlich... Ja, das sieht gut aus. So. Ups. Okay, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wunderbar. Und, ups. Was ich beinahe vergessen hätte zu sagen. Und zwar, es kann passieren, dass der Schalter sich dreht. Das seht ihr aber, rechts und links seht ihr ja den Schalter. Wenn sich das anfängt zu kippen, dann geht ihr wieder einen Schritt zurück, also immer ein Stückchen zurück. Dann kann es passieren, dass es zum Beispiel, ja, sagen wir mal hier, der Schalter wieder gerade ist. Und wenn er weiter hoch geht, dann funktioniert es nicht. Dann dreht er sich wieder weg. Das ist nicht gut. Das darf nicht sein. Dann nehmt ihr eben halt genau den Punkt, wo ja der Schalter wieder gerade ist. Und es ist minimal. Das ist wirklich nicht so schlimm. Allerdings... Umso perfekter es ist, umso besser ist es. Okay, gut. Ja, dann jetzt noch die untere Kugel. Hui. Und da fangen wir hier an wieder. Und stelle fest, ich bin zu weit links. Ja, das sieht gut aus. Und hier fangen wir natürlich wieder genauso an wie vorher. Also bei 3. Und setzen den dann hier. Na, komm, komm. Na, da, in die Mitte. Okay. Und das wiederum, wie gesagt, bei allen. Ja, noch einmal wegen der Mitte. Ich weiß nicht, ob das so richtig klar ist, aber ich denke eigentlich schon. Also von hier aus nach darunter und von hier aus darunter stelle ich mir halt ein Kreuz vor. Und genau die Mitte davon, die sehe ich zu, dass ich die bekomme. Ist natürlich das vor meinem geistigen Auge, wenn man das so nennen darf. Ich denke, man nennt es so. Und dementsprechend kann es natürlich da auch winzige Abweichungen geben, gibt aber kaum welche, weil eigentlich haben wir immer exakt dieselbe Position. Und wie ihr jetzt gesehen habt, also auch im Dunkeln oder im Hellen, egal wie, wir können super bauen. Kommt natürlich auf die richtige Farbe an, der Bauteile. Und dann ist das eigentlich kein Problem. Wie gesagt, mit dem Standard, mit dem Weiß hier, wie ihr seht, da ist ja die Textur kaum noch zu sehen. Durch die Reflexion wird das eher nichts. Und dementsprechend diese, ja, nicht dunkel, aber auch nicht helle Farbe ist äußerst hilfreich. Und natürlich auch da, wo die Textur schlecht zu erkennen ist, einfach den, die Pyramide nochmal neu setzen. Drehen und dann funktioniert das eigentlich auch recht gut. Hier ist mir das Menü wieder im Weg. Also hier geschätzt müsste die Mitte sein. Und dementsprechend einfach setzen. Wenn ihr es noch genauer haben wollt, dann einfach nochmal aus einem anderen Winkel drauf schauen.
Aber ich denke, das war ausreichend genug. Denn wir haben so oder so dadurch die Bodenplatten alle exakt gleich. Also wirklich exakt. Und kein vielleicht. Kommt natürlich auf die Pyramiden an, das heißt unseren Aufbau. Wie wir gesehen haben, oben haben wir geringfügige Abweichungen und unten natürlich genauso. Also geringfügige Abweichungen können wir dadurch natürlich dann haben, aber das lässt sich mit den Schaltern dann auch nicht mehr verhindern. So, nochmal kurz speichern. Und schon geht es weiter. Und ja, jetzt sind nur noch die letzten 12 zu machen. Da, wo ich euch sagte, die ganz unten sind anders wie die zu ganz oben. Allerdings auch wesentlich einfach, weil wir müssen eigentlich gar nicht mehr zählen. Wir gehen allerdings trotzdem in den Schalter, weil es hier einfach viel zu dunkel ist. Nehmen uns hier die Mitte. Und das ist es dann schon gewesen. Und dann haben wir hier die Mitte. Ups. Ja, egal. Wir müssen die eh alle machen, wenn ich schon mal hier bin. Dann mache ich den gleich mit. Und das ist die Mitte. Ja, dadurch, dass wir hochgucken, ist das ein bisschen seltsam, weil statt eine normale Rechts-Links-Drehung machen wir natürlich jetzt eine, ja, beinahe schon eine Bewegung. Und das fühlt sich auch ein bisschen seltsam an, ganz ehrlich. Weil Auge sagt, wir gucken hoch und machen hier fast eine Rolle. Und ja, Mittelohr sagt nichts da, wir sind eigentlich gerade. Das, also, nö. Und das wiederum fühlt sich echt ein bisschen komisch an. Wer das kennt, der weiß, was ich meine. Ansonsten seid ihr wahrscheinlich Kunstflieger und habt kein Problem damit. Okay. Ja, auf jeden Fall geht es gleich weiter mit den Bodenplatten. Okay, so, bevor es weitergeht, will ich mit euch noch eine Schleuse bauen. Denn wenn wir hier alles fertig gebaut haben, kommen wir hier sonst nicht mehr rein. Und das geht wie folgt. Moment, was nehmen wir? Die habe ich ausprobiert, die gefallen mir nicht, die auch nicht. Und das ist auch nicht so schick. Ja, ich nehme wieder die automatischen Metall. Tor, würde ich eigentlich sagen, aber da steht ja Tür. Gut, dann auf B. Die Farbe noch einmal ändern. So. Und wo ist jetzt unser vorne? Moment. Wo ist jetzt unser vorne? Ach, da. Da ist doch unser vorne. Gut, denn dann bauen wir hier an das vorderste unser Metall. Ja, Metalltür, unsere automatische Metalltür bauen wir hier an. Und auch einmal drehen. So. Das geht deutlich schneller, wie wir es sonst immer gemacht hatten. Liegt allerdings natürlich auch daran, dass wir die Bodenplatte schon da haben, wo sie hin soll. Und dann geht es schon in die Verdrahtung. Geht schon in die Verdrahtung. Moment. Ja, können wir machen. So. Dann als erstes legen wir das Kabel direkt hier vorne hin. Gehen von dort aus einmal nach dort.
Das lässt sich schlecht sehen. Das macht aber gar nichts. Da gehen wir halt einfach direkt dran. Nehmen wir den äußersten Kontakt. Na, wo ist es? Da. Dann auch wieder hier hin. Und schließen uns dann hier an. Da wir natürlich Strom brauchen. Noch einmal, nein, nicht hier hin. Noch einmal ins Menü. Dann nehmen wir uns ein Solarpanel. Okay, Solarmodul. Wo ist jetzt unser Tor? Wo war's? Da. Ja, das war nicht so vorgesehen, dass ich hier in das falsche Menü gehe. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das dachte. Das bedeutet, wir gehen aufs Kabel und schalten wieder zurück auf das Solarmodul. Und ja, es hat funktioniert. Hervorragend. Okay, ist jetzt ja, ist sogar gerade. Das Ganze machen wir hier auch, allerdings mit einer Batterie. Das sollte so ziemlich die Mitte sein. Ja. Und dann wieder das Kabel. Einmal die Verdrahtung. So, jetzt haben wir natürlich noch keinen Strom, das wird aber noch. Und, hups. Dann brauchen wir den Annäherungsschalter. Den setzen wir uns. Ja, ich glaube, hier ist gut. Drehe ich mit denen? Nein. Ein bisschen nach dort. Dann brauche ich nicht so weit mit der Verdrahtung. Dann von dem Nährungsschalter gehen wir zu dem Kontakt. Allerdings noch nicht ganz. Erstmal nur bis hier. Na, zu dicht dran. Und direkt dorthin. Nee. Wir nehmen den. Ja, das ist deutlich besser. Okay. So. Dann brauchen wir wieder die Pflasterung. Die wir uns einmal hier hinsetzen. Hoffentlich auch einmal hier, ja. Da. Und dort. Gehen auf das Kabel. Und gucken, wie genau das Ganze wird. Und wieder unsere altbekannte Stelle. Moment. Ja, schlecht zu sehen, aber es ist so. Okay.
Dann können wir. Moment. Ja, ich bin bearbeiten. Dann nehmen wir uns diese Pflasterung weg. Ach, oben habe ich ja noch gar nicht. So was. Und keiner sagt was. So. Moment, die untere habe ich glaube ich falsch gesetzt. Gleich nochmal kontrollieren. Nee, ich glaube nicht. Na, das sehen wir gleich. Ups. Gut. Dann brauchen wir jetzt Bodenplatten. Dann nehmen wir dieses Mal die neuen, würde ich sagen. Ja, wir nehmen die neuen. Legierungsbodenplatte. Okay. Einmal hier. Einmal da. Ist er das oder das? Ich glaube, das lässt sich von draußen besser sehen. Ja, das ist zu weit. Dann ist er das. Okay, super. Dann zwischendurch noch einmal schnell speichern. Man kann ja nie wissen. So. Ah, ich muss immer erst ein Bauteil aussuchen. Schön. Da gewöhne ich mich irgendwann vielleicht auch noch mal dran. Okay. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Das ist auch meine erste Schleuse mit dem neuen Menü. Und bin selber sehr gespannt, ob das so geworden ist, wie ich mir das vorstelle. Den müssen wir natürlich da lassen. Und einmal eine Bodenplatte. Und ja. Denn wir wollen ja auch raus. Und mehr mache ich erstmal noch nicht. Denn das wird insgesamt nochmal etwas anders, aber dazu später. Und wo setzen wir die hier? Drehen. Ja, drehen ist gut. Okay. Dann nehmen wir jetzt einmal das Kabel. Und ziehen das in 1 durch bis zur Batterie. Na, war das eine gute Idee? Naja, mal gucken. Vielleicht mache ich das später noch anders. Und das hier nehmen wir und setzen das an den Kontakt der Tür. Und in dem Falle, nö. Nö, nö, nö. Das möchte ich ein bisschen schöner. So. Und nach dort. Ja, so machen wir das. Bedeutet noch einmal speichern. Ja, okay, die Pyramiden müssen wir noch wegnehmen. Jo, da haben wir doch schon mal ein schickes Tor. Und kommen hier rein und raus. Hervorragend. Super. Gut. Problem gelöst. Wir können also in unsere Kugel rein. Gut, dann bauen wir weiter. Jetzt geht's los mit den Bodenplatten. Und zwar die Legierungsrahmen. Achso, ja, Glasplatte mit Legierungsrahmen. Die Baukamera auch noch an.
Und wir fangen an. Natürlich wieder das Kabel. In dem Falle ist es jetzt hier ein bisschen überlappend. Allerdings nicht doll überlappend, beziehungsweise korrekt. Wegen der Tore ist das. Und bei dem nächsten sehen wir, dass es genau nicht der Fall ist. Ja, und durch das neue Menü, wie ihr seht, das geht auch sehr, sehr schnell. Ganz wunderbar. Bessere Position, damit ich mehr gleichzeitig schaffe. Okay, jetzt der Kontakt, der guckt uns jetzt an. Das heißt, in die Richtung, wo wir sind. Einfach wieder das Kabel entfernen. Ja, die ganz oben, die mache ich mit euch zum Schluss. Ja, das Beste kommt zum Ende. Und, wow. Ach nee, das heißt ja, das Beste kommt zum Schluss. Genau. So. Okay, bis dahin, das sieht schon mal richtig gut aus. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir unten richtig haben. Also die Schalter unten richtig gesetzt haben. Denn das wird nur der Fall sein, wenn wir in der Mitte kein Loch haben. Und okay, das, den hier hatte ich eigentlich schon, zur Sicherheit mal den nochmal, oder? Ja, na, man weiß ja nie. Okay, gut, dann einmal aufs Kabel, obwohl Kabel ist gar nicht so gut, oder wir warten bis zum Tag, dann gucken wir uns das nochmal korrekt an, dann gehen wir erstmal nach oben. Fangen wir mit dem an, wo ich drauf schaue. Okay, wir sind fast fertig. Allerdings gibt es noch zwei Dinge zu tun. Ich habe hier mit den Pyramiden in der vorletzten Reihe leider zu früh aufgehört. Das müssen wir noch korrigieren. Habe ich leider erst gesehen, als es Tag gewesen ist. Und ich habe allerdings noch alles hier gehabt. Da ihr ja seht, ich habe alles abgebaut. Das heißt, das habe ich gemacht, weil ich auf Tag gewartet hatte, damit man das besser sehen kann. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr etwas wieder entfernt wegen der Glasplatten, nehmt nur die Bearbeiten-Taste und Löschen macht ihr dann mit der Bewegung. Somit haben wir das einfach nur weggenommen, weil aus Gründen dessen, dass wir versehentlich ja auch die Glasplatten wegnehmen könnten, ist es halt so, wir sollten lieber, also mir passiert es öfter, dass ich einen Doppelklick mache und wenn ich nur über Bewegen gehe, dann habe ich direkt das Bauteil an der Maus und das wiederum würde bedeuten, ich kann maximal etwas bauen und es kann nichts Schlimmes passieren, wie dass einfach etwas verschwindet, wie in der Glasplatte, weil wenn die Pyramiden weg sind, haben wir keine Chance mehr, die ranzukriegen, es sei denn, wir bauen alles wieder auf. So, und wie gehabt, den dritten Punkt. So,
Dann die Bodenplatte. Natürlich wieder diese hier. Und dann fangen wir mal an. Na, der Kontakt hat uns angeguckt, also habe ich versehentlich das Kabel angebaut. So, jetzt sind noch zwei. Einmal den und einmal den. Dann sind wir hier fertig soweit. Theoretisch, aber wir haben ein kleines Problem. Wir kriegen die Schalter nicht mehr raus. Das heißt, wir kriegen sie nicht mehr raus. Ja, wir kommen von oben her nicht dran. Die Schalter von oben her müssen wir wegnehmen, weil wenn wir die Pyramiden wegnehmen, dann verschwinden die Schalter nicht mehr. Das haben sie geändert. Und dafür nehmen wir eine andere Methode. Wir schauen mal, dass wir das hier mit hinbekommen. Denn wir bauen an jeden Schalter nochmal eine Pyramide. Und wenn wir die entfernen, müsste der Schalter entfernt sein. Und tatsächlich, der Schalter ist weg. Das machen wir jetzt auch noch einmal ringsrum. Und dann haben wir das auch erledigt. So. Das heißt, Moment, bin ich auf der Pyramide? Ja, natürlich, ja. Dann bauen wir das mal an hier. Okay, einmal schnell speichern. Und dann noch die Pyramiden hier entfernen. Und zum Beweis, die Schalter sind jetzt alle weg. Wir haben hier keine Kontakte mehr. Und dementsprechend ist das richtig klasse. Als kleinen Tipp würde ich auch noch hinzufügen, nehmt in der oberen Hälfte der Kugel von oben nach unten die Pyramiden weg, so dass der Würfel immer noch da ist für den Fall, dass ein Fauxpas passiert, dass ihr die Pyramiden dann von dort aus wieder aufbauen könnt. Und dann wäre nämlich zum Beispiel das Schaltersetzen wieder kein Problem mehr. Und jetzt müssen wir noch eine ganz andere Sache machen. Das ist natürlich, wir müssen unseren perfekten Kreis wieder schließen. Das hatte ich auch schon vorbereitet. Ja, was soll ich sagen? Es war lange die Nacht. So, also die Nacht hier in No Man's Sky. So, dann nehmen wir jetzt auch... Ah ja, die muss ich ja erstmal entfernen. Wie gesagt, ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir haben sofort wieder ein neues Teil da, wenn wir auf Bewegen gehen. Natürlich sitzt er jetzt auch gleich dort, wo er hingehören würde. Wir brauchen den natürlich nicht. Und gehen jetzt wieder auf die Bodenplatte. Noch schnell die Farbe korrigieren. Und dann nehmen wir Blau-Orange. Setzen uns das hier dran. Einen Moment. Es müssten eigentlich zwei, genau. Also der hier wäre der falsche, das ist die letzte Bodenplatte. Und das hier ist der richtige Kontakt, da sind wir direkt an der Pflasterung. Dann können wir gleich einmal raus. Entfernen noch die Pflasterung hier draußen. Und speichern. Ja, mit dem vorletzten Kreis, was ich oben euch gerade gezeigt habe, das hatte ich unten schon gemacht. Und dementsprechend also auch das vorbereitet. Und ja, ich würde sagen, das sieht doch verdammt gut aus.
Jetzt können wir natürlich hier noch Treppen einbauen und so weiter, dass wir nach unten kommen, beziehungsweise nach oben. Und wenn ich mir das hier so angucke, das sieht richtig gut aus. Und auch das Muster in der Mitte, das, ja, ziemlich andächtig. Gut. So, wie wir sehen, unsere Kugel ist ja nun fertig. Die Kugel in der Kugel. Ja, das ist unsere Begrenzung. Das ist unsere Begrenzung, da kann ich nichts machen. Beziehungsweise, so sieht man ja wenigstens auch, dass es schick rund ist, beziehungsweise eine Kugel. Dann zeige ich euch natürlich auch noch von unten, dass ich das auch nochmal korrigiert habe. Das ist hier. Ich bin ja gerade auf dem Kabel, das heißt, ein Kontakt würde dann jetzt hier auftauchen. Müsste ich halt nochmal korrigieren, aber nein, alles ist sauber. Wunderschön. Und auch hier alles hervorragend, so wie es sein soll. Und das Ganze passt super, finde ich, hier in die Landschaft. Denn bei solch einem Riesental... Ui. Na gut, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nehmt doch noch ein Abo mit, falls ihr noch nicht habt. Und kommentiert, schreibt mir, was euch gefallen hat, was nicht. Und ob ihr denkt, ob es vielleicht noch ein bisschen leichter geht. Und ansonsten würde ich sagen, also bis zum nächsten Mal. Ciao.